NDR Schlager Podcast. Das Schlager ABC. Wenn man über 30 Jahre gemeinsam komponiert, textet, produziert und auftritt, dann kann man sich schon mal auf die Nerven gehen. Selbst Geschwister. Für die Gebrüder Jogel und Charlie Brunner war das selten ein Problem. Sie erkannten die Laune des anderen meist recht früh. An unseren Gesichtsausdrücken, wenn wir uns sehen und man sieht, dass der eine nicht gut drauf ist, dann lässt man einfach in Ruhe. Und mit dem fahren wir sehr, sehr gut. Meist waren sich die beiden Burschen aus der Steiermark sowieso einig. Besonders, wenn es um ihre Musik ging. Die Melodie ist einmal die Voraussetzung, die Sprache ist noch viel wichtiger, nämlich in unserer Muttersprache auf Deutsch irgendetwas auszudrücken. Ne? Wir sind alle über 40, das war ein Wahnsinn. Wir haben gesagt, seid ihr verrückt, was singt ihr da? Ne? Und es ist ein Riesenhit geworden. Wir sind alle über 40, haben im Leben nichts vermisst. Auch wenn Brunner und Brunner nie der große Nummer 1-Hit gelang, so wurden sie doch von ihren Fans für ihre lebensnahen Texte geliebt. Charlie Brunner erinnert sich an eine ganz besondere Fanpost. Einen wunderschönen Satz, den haben wir auch hinten raufgeschrieben auf unser Booklet, das war: Eure Lieder sind wie kleine Leuchttürme mitten im Meer. Das war ein sehr, sehr schöner Satz und der sagt sehr viel aus. Ich liebe dich, sag doch mal, ich liebe dich. Schenk mir diese eine Nacht, ich geb dir mein Herz dafür. Beiß dich durch in deinem Leben, lass nicht locker, gib nicht auf. Durchgebissen haben sich Brunner und Brunner bis ins Jahr 2010. Dann gaben sie im Musikantenstadel das Ende ihrer gemeinsamen Aktivitäten bekannt und kündigten ihre Abschiedstournee an. Für Charlie Brunner noch mehr ein Grund, nach vorne zu schauen. Also die guten Jahre sind vorbei, doch die besten kommen noch. Das ist für mich eine sehr, sehr positive Aussage. Und wenn wir uns an das halten, dann kann alles immer nur besser werden. Das Schlager ABC, ein Podcast von NDR Schlager.